Ja, da sind wir wieder zurück. Ich weiß, es ist zum ersten Mal, dass ich mal ein Match nacheinander mache, also ein Ultimate Tag Team Brawl, aber weil ich jetzt mit denen drinnen bin, also drinnen mit denen bin, und es macht auch Spaß, spiele ich halt nochmal. Aber das nächste Mal, wenn andere Charaktere rankommen oder vielleicht Dressurkampf oder mal sehen. Und ich habe gleich am Anfang versagt. Aber ich bin ja schon drin. Player 2, Frame 1, First Throw. Player 2, Frame 1, Second Throw. So. Player 1, Frame 2, First Throw. Wo sind die eine hingeflogen? Player 1, Frame 2, Second Throw. So, ein Sperr mit Gieß geschafft. Player 2, Frame 2, First Throw. Und der eine ist irgendwo hingeflogen, den hat man nicht mehr gesehen. Ja, toll. LOL. Obwohl der eigentlich sehr schlecht war, kam ein gutes Ergebnis heraus. Aber wenigstens wieder ein Spare. Kann ich auch. Gieß. Nein! Ja! Oh ne, schon wieder 10 und 1. Frame 3, Second Throw. Weil ich zu spät gedrückt habe. Ja, geil. Trotzdem geschafft. Player 1, Frame 4, First Throw. Oh. Lol. Player 1. Obwohl es jetzt bis zu meiner eigenen Dummheit war. Sind 9 umgekippt. So, King ist wieder drin. Player 1, Frame 5, First Throw. Oh, das war knapp. Player 1, Frame 5, Second Throw. Thank you.
Mit G schaffe ich irgendwie jetzt kein Strike mehr, nur das Spare. Das ist jetzt abwechselnd, okay, außer in der ersten Runde. Oh, das war knapp. Oh nein, kein Split. Aber nicht mal zur Seite, ja? Player 1, Frame 6, first throw. What? Natürlich ist das die 1. Player 1, Frame 6, second throw. Ich denke mal, diesmal schaffen beide es nicht über 200. Lol. Player 2, Frame 6, first throw. Player 2, Frame 6, second throw. Was mache ich denn da, ich Dummkopf? Wow, ein Strike! Begieß! Strike! Give in to your fears. Player 2. Kommt aber sehr früh! First throw. Oh, das war knapp. Besser ist, dass der eine nicht mitzählt. Stell mal vor, er wäre jetzt da hier auf die Bahn, also da drunter, und das hätte jetzt nicht mitgezählt. Also war ja wie er stand, plötzlich. Ich weiß nicht, in der ersten Aufnahme war es viel besser als jetzt in der zweiten. Nein! Oh komm! Player 2, Frame 8, second throw. Wer? Split. Split. 4, 6, 7. Player 1, Frame 9, second throw. Leider ist er viel zu hoch geflogen. Sonst hätte er den anderen noch getroffen. Oh. Ist er früh gedrückt. Aber trotzdem ein Strike mit King. P.
Ping. Okay, King heißt jetzt Ping. Player 1, Frame 10, first throw. Deiner hat sich wieder verabschiedet. Ich kann fliegen! Give in to your fears. Schon wieder asynchron. Player 1, Frame 10, second throw. War mir so klar. Player 1, zum Glück darf er noch einmal. King hat definitiv gewonnen. Im King hat in Runde 848 Punkte und Gist hat die in Runde 9 bekommen. So. Ich denke mal, King hat wieder gewonnen. Also, es sei denn, es passiert jetzt irgendwas Dummes. Ein Draw. Definitiv hat King wieder gewonnen. Das stimmt, wir wissen nicht, wie viele Punkte er in Runde 9 bekommen hat. Weil er wieder zwei nacheinander Strike geschafft hat. Und jetzt den dritten. Es ist confirmed, King hat wieder gewonnen. Turkey. Player 2, Frame 10, third throw. Da schaffe ich noch einen Great. Nein. Doch! Geil! Hey King, prima! Zwar hast du jetzt 6 Punkte weniger als davor, aber hast wieder gewonnen und hast über 200 Punkte geschafft. Ja, Runde 9 hat er 178 Punkte und Gies hat erst in Runde 10 177. Ja, das war's dann wieder mit Ultimate Tekken Bowl. Ich hoffe, euch hat auch wieder diesen Part gefallen. Dann bedanke ich mich, dass ihr wieder zugesehen habt und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, ne? Tschüss.